Hallo, hallo, Replay von Bomb 18 von Bia im Waffenträger auf Faust. Los geht's! Es wird hier entschieden, auf die rechte Seite, also die Medium-Seite, mehr zu fahren. Zumindest fahren da mal 3 hin. Er guckt jetzt schon nach hinten. Das ist nicht so gut, sich zu splitten, weil man kann dann gegen 7 Kanonen zu dritt stehen. Er packt eine HE rein. Nein, er packt doch wieder eine AP rein. Okay. Und pro Ghetto könnte er mit HE rein theoretisch eine drücken. Okay, schön pre-aimed. Das Ding sitzt. Okay, er fährt in Deckung. Reload, ja. Soweit so gut. Ja, jetzt hat er ein bisschen Probleme an der Backe. Bräuchte massiv Hilfe. Ja, Heat, gute Wahl, wirklich gute Wahl. Ne? 10er, einer der schwersten Heavys überhaupt im Game. Er hat den schnelleren Reload auf jeden Fall. Adrenalin hätte ich schon eher gezogen. Schönes Ding hätte er in der Kanone bauen können. Jetzt massive Probleme, da vorne der Waffenträger auch. Jetzt muss eine HE rein und der Waffenträger muss erstmal gelöscht werden eigentlich. Ja. 960 Max Roll, okay. Das war, der ist weg. Okay, okay, okay. Hitpoints geht noch, 2/3, hinten was drin, hat daneben geschossen, okay. AP außer Fahrt, nicht stillgestanden, okay, getroffen, hätte daneben gehen können. Okay, erstmal flüchten, ganz gut so. Er passt nicht auf. Sehr, sehr gut. Ja. Okay, 2/3 der Hitpoints noch beisammen. Mittendrin, da ist man auch immer auf. Okay, er guckt nicht, der VK. Doch, jetzt guckt er. Das wird eine böse Schelle, wenn der trifft. Glück gehabt, dass die HE nicht durchgegangen ist. HE geht nicht, HE geht nicht. Oh, das war böse. Okay, die Heat war die falsche Wahl. Hier wäre auch, glaube ich, eine AP. Bin mir nicht sicher. Hätte man nochmal anchecken können. Er war eh noch im Reload. Ja, Motor kaputt. 10 Sekunden noch bis zur Reparatur. Da oben kann man nicht hinschießen. Also ich würde jetzt hier unten rausfahren auch. Zwar rückwärts da oben hin. Okay. Die andere Sache. Motor reparieren, blinkt schon. Jawohl, gesehen. So ist gut. Uiuiui. Kinderwerfer, also eigentlich ist er so One-Hit für alles. Ja. 5000 Damage auf der Uhr inzwischen schon. Und es sieht immer noch nicht nach Gewinnen aus. Der Kinderwerfer willst wissen. 2 gegen 3. Er ist offen. Oh, der Kinderwerfer kriegt die gar nicht runter. Ja, ich hätte eine HE reingesammelt in das Ding. Gut. Das jetzt gefällt. Jetzt kommt der Kinderwerfer auf jeden Fall dran. Adrenalin ziehen, jawohl. Vorwärts fahren, Kanonen nach hinten, auch gut. Der wird da gleich um die Ecke kommen. HE ist drin. Ja, da ist er. Wow, schöner Snap. Also wirklich schöner Snap. Ein 60 TP vom Anfang, den kennen wir ja noch. Er hat nur noch ein paar Hitpoints.
Den sollte man mit dem Waffenträger jetzt auch outspotten. Denke ich. Es kommt ein bisschen vielleicht darauf an, was er für ein Zubehör mit dabei hat, aber ich denke nicht, dass er... ja, kommt halt ein bisschen drauf an. Alter, der Vogel hängt da AFK an der Wand. Na, muss man auch mal haben. So, ein M6155. Gucken wir uns nochmal das Team an. Ja, der Progetto im Gegnerteam hat auch richtig was gerissen. Und 1622 EP. Also das war eine sehr geile Runde auch schon. So, in dem Sinne schauen wir hier nochmal rein. Das soll es gewesen sein. Haltet alle den Ball flach. Rutscht gut rein. Ciao.